Hallo liebe YouTuber, wir sind mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Ich muss erstmal meinen Helm ablegen und wir sind eingeladen. Wir sind jetzt gleich in einem Kilometer da und wie das so ist, die Floristin, die möchte ja gerne ein bisschen was mitbringen. Und ich habe dann immer wieder angehalten und habe zu meinem Mann gesagt, halt, stopp, ich habe da wieder was Tolles gefunden und deswegen zeige ich euch mal ein Video, wie man einfach aus der Natur ein kleines Gastgeschenk mitbringt. Ich habe kein Draht dabei, ich habe tatsächlich nur meine gute Gartenschere dabei, weil ohne Gartenschere fahre ich natürlich nicht weg. Und ja, nach der Intro zeige ich euch gleich mal, wie man mit einfachen Mitteln ein tolles kleines Geschenk machen kann. So, das erste, was ich jetzt mache, ist, ich schneide von den Hagebutten alle schönen Beeren ab und ich habe tatsächlich nur Efeuranken und Hagebutten ergattert. Und da ist jetzt mein Job, ich schneide jetzt erstmal die Hagebutten alle in Stückchen hier von der Ranke weg, weil ich kann natürlich mit der großen Ranke nichts anfangen und habe hier wunderschöne feine und bärige Hagebutten gefunden und Moment, ich möchte alle benutzen. Dann habe ich hier Efeuranken gefunden. Ranken, die sollten natürlich möglichst lang sein und ihr kennt ja so meine Techniken. Ich wickel total gern. Wenn die jetzt so lang sind, dann kann ich die auch ohne einen Draht wickeln. Das heißt, ich nehme die wieder in die linke Hand, wickel, verschlinge die zwei Hälften. Und habe dann noch als richtig tolles Highlight so diesen schönen grün-gelben Efeu gefunden. Den wickele ich hier noch mit dazu rein. Und mein Gedanke ist, ich mache jetzt auf die Schnelle einen Kranz. Wir haben jetzt nämlich genau noch 10 Minuten. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir aufschlagen bei unserem Gastgeber. So, wickele jetzt auf die Schnelle einen Kranz. Und der ist eigentlich auch schon relativ üppig mit diesen schönen Ranken. Also man braucht schon ein schönes Bündel an Ranken. Es geht nicht, wenn man ja nur so drei Ranken hat. Oder man macht so ein Mini-Kränzli. Das ist natürlich eine Frage der Größe des Kranzes. So, das ist jetzt Teil 1. Und da wickele ich jetzt, sieht schon ganz schön aus, oder? Da wickele ich jetzt den Kranz. Und da ich keine Drähte habe, muss ich einfach die Enden vom Efeu hier entweder abschneiden oder und hier auch die Enden, die werden natürlich alle verwendet und die werden einfach hier reingesteckt zwischen die anderen, weil ich möchte diese wunderschönen Spitzen nicht abschneiden, die sind eigentlich viel zu hübsch. Und nachdem ich jetzt den Kranz so auf die Schnelle gemacht habe, kommt jetzt die B-Note. Jetzt setze ich mich mal hin, dann ist es einfacher zum Filmen. So, jetzt kommt die B-Note.
immer schön die Enden einstecken, sonst löst sich das Ganze wieder auf. Eigentlich jetzt schon gar nicht schlecht, gell? So, und jetzt nehme ich die immer bündelweise, nehme ich diese geschnittenen, feinen Hagebutten, die sind natürlich Sahne, ja, die, wenn man die findet, das ist super, super schön. Man sollte sie nicht zu lang schneiden. Ich mag gerade, ich habe sie fast zu lang geschnitten. Und da suche ich mir immer mit den Fingern so ein kleines Löchlein. Nehme mal so 3 Stück, weil wenn ich die einzeln mache, brauche ich ja ewig. Es geht ja gar nicht. So, einfach noch ein bisschen kürzer schneiden. Und dann werden die einfach nur eingesteckt. Also es ist wirklich jetzt eine Arbeit ohne Draht. Nur von unterwegs, von der Natur. Und vielleicht macht mancher von euch auch eine Radtour und sagt, ach, das ist ja toll, das könnte ich ja auch machen, ohne Hilfsmittel, ohne weitere Kosten auch. Kostet ja mal alles Geld, auch die Drähte. Und ganz zum Schluss nehme ich meine dicken Hagebutten, weil die sollen natürlich am besten sichtbar sein. Ja, ist witzig, ich hatte eigentlich überhaupt nicht vor, ein YouTube-Video zu machen. Aber ich habe gesagt, das ist jetzt eigentlich so eine coole Idee von unterwegs, dass ich gesagt habe, komm, wir machen jetzt schnell ein Video. Ich bin natürlich überhaupt nicht gestylt, das ist jetzt mal so völlig Natur, aber es ist genau so, wie wir unterwegs sind, so ist auch das Video heute und das ist auch, finde ich auch nicht schlimm. Das ist mal so ganz, ganz normal. Hagebutten alle drin sind, dann kommen noch die feinen Hagebutten, Entschuldigung, dann kommen auch noch die dickeren und es ist natürlich gar nicht schlecht, dass die hier so Dornen noch haben, das heißt, wenn ich die einmal da drin habe, in diesen Ranken, dann kommen die durch die Dornen auch nicht so schnell wieder raus und dann halten die auch ohne Draht, das ist super und ich versuche jetzt einfach rundum alles so zu positionieren, dass überall schön Früchte sind und drehe den auch. Kommt schon die letzte Hagebutte, die ich hier rein mache und das ist jetzt ja eigentlich fast nur von Mutter Natur und ganz auf die Schnelle gezaubert. Es kann auch sein, weil das ohne Draht ist, dass mal was sich wieder löst, aber ansonsten finde ich, ist das doch, es lässt sich sogar an die Wand hängen, ohne dass es rausfällt. Ja, ansonsten ist das wirklich jetzt mal so ein ganz schnelles, tolles Mitbringsel. Und wenn eine Floristin zu Besuch kommt, dann geht es natürlich nicht ohne Grünzeug und das ist jetzt wieder, ja, typisch Margit. Aber ich musste euch das zeigen und ja, ich bin gespannt, ob das was für euch ist. Und ich kann euch nur sagen, kauft euch eine tolle Schere. Es hilft immer, die haben immer die dabei zu haben. Und ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachmachen. Ganz liebe Grüße.